Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zum LS17 auf der Northern Alberta, zusammen mit dem Werner. Hallo, guten Tag. So. Ich mach mal darüber. Ja. Auf die andere Seite, weil das sind so schon ein paar Bahnen fertig und muss ich jetzt mal warten, bis der Drescher von A nach B gefahren ist. Wir haben es nicht einfach, oh, ne? Oh, nein. Ey, Alter, da fliegt gerade ein Fan. Ja. Nein, ist er nicht. Nur abgehoben. Wir sind noch Gräben. Das vergaß ich. Ja, aber gut, Fan muss das aushalten. Richtig. Ich habe so eine kleine Mücke auf meinem Bildschirm. Geh weg. Im Fliegengitter? Ne. Wir leben hier. Ne, wir leben hier die freie Natur. Ja, freie Natur, schöne Güter. Und ich werd's mit nervt. Mit Glasfaser. Ja, das hat uns Gott gegeben damals. Richtig. Und vorwärts. Warum nimmst du. Ja, gut, geht sich gerade so aus. Wunderbar. Ne, also ich habe mir das vor 3 Wochen. Och, hatte ich nie gehabt, aber mir ging das irgendwann so auf den Sack, weil wenn du gerade nachts das Fenster auf hast, du machst noch irgendwas, hast deine Softbox an. Ja. Wisse, so das Licht sagt den Viechern ja, Party Hard, komm rein. Und da kommt alles rein. Ne, ja. Libellen, irgendwelche Bienen, Wespen, Spinnen vor allen Dingen. Oh, okay. Ja, die mag ich ja richtig geil, wisst ihr. Ja. Da hatte ich schon Situationen gehabt, also, da gucke ich so um rechts, Alter, und so ein Viech, denk mir, jo. Mal kurz einen Stiftenlose gehabt, dann kurz irgendwas geholt und da drauf geschlagen. So. Also, das muss ich nicht haben. Jetzt ist das zugeklebt, da kann ich es auflassen. Es wird im Winter vor allen Dingen, es wird im Sommer sehr, sehr gut sein. Obwohl im Sommer hast du dann ja das gleiche Problem, wenn es draußen warm ist und drinnen warm, brauchst du auch nicht das Fenster aufzumachen, weil du lässt ja im Endeffekt nur die Hitze rein. Genau. Also und selbst wenn es dann, wir hatten ja auch schon die Situation gehabt, nachts 25 Grad. Ja. Wo du denkst, alles klar, brauchst du auch nicht das Fenster aufzumachen. Weil du hast die gleiche Temperatur im Zimmer. Wenn nicht noch mehr, also von daher, ich habe aber halt, habt ihr Klima doch hier mal? Nee. Auch nicht, okay. Nee. Ah, ich habe halt auch nur einen Ventilator und der wühlt ja im Endeffekt auch nur die warme Luft um. Richtig. Irgendwann bringt das aber halt nichts mehr. Aber mein Rechner tut mir jetzt schon leid, ey. Boah. Ja, der PC, ja, da hat ganz gut was mitzumachen, glaube ich. Wenn man nicht gerade Wasserkühlung hat, ne? Wenn du Wasserkühlung hast, dann ist das nicht das Problem, aber wenn du nur normale Lüfter hast, weil die wälzen dann im Endeffekt auch nur noch die Hitze. Genau. Deswegen. So, das passt. Also die schaffen, wenn ich das so sehe, durchschnittlich 2 Bahnen, dann sind die voll. Ja, richtig. So, jetzt sag mir bitte, nein, das ist natürlich wieder nicht richtig. So. So, ich gucke jetzt einfach mal, einfach nur so Interesse halber, ob wir das irgendwie verkaufen können, das Stroh. Nur so Interesse halber. Weil uns tut das eigentlich überhaupt nicht weh, ob wir jetzt eine Fuhre verkaufen oder nicht. Es liegen ja noch 5 Fuhren auf dem Feld. Minimum. Was ich noch nicht gesehen habe, haben wir Grasfelder hier irgendwo? Das ist eine sehr gute Frage. Eher schlecht, ne? Vielleicht sollten wir echt uns ein Grasfeld machen. Das könnten wir natürlich, wenn wir dann zum Ansehen kommen. Wir müssen doch, ein Feld müssen wir doch eh umwalzen, das Ganze. Das 24er und das 25er, glaube ich. Genau, ja, da können wir auch Wiese draufhauen, weil das ist dann weniger das Problem. Da können wir auf der 24 Wiese machen, theoretisch, weil dann können wir noch ein Stückchen Wiese vielleicht als Hoferweiterung nehmen, wenn wir Hallen platzieren möchten. Ja, zum Beispiel. Das ist gut. Das ist gut, ja. Können wir machen. So, du sagst mir jetzt nicht, dass der LKW hier nicht Platz hat? Ach nee. Oh, hier ist ein Graben. Ja, die gibt's. Ah nee. Der Fan ist nicht von alleine geflogen. Shit. Ja, ich hänge halt voll drin. Oder? Oh. Ja. Boah, gerade so. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Schwader, egal wie dumm sich das anhört. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir brauchen... Alter, der LKW ist so hoch. Geht er da echt nicht rein? Vielleicht mit Schwung?
Ich sehe schon, den kriegen wir nie wieder dort raus. Ich versuche das mal. Oh. Ja. Da wird auf jeden Fall was verkauft. Nee, noch bringt nicht. Aber nee, bringt uns aber noch keine Kohle. Na, ich höre auf jeden Fall permanent das Kling, Kling. Ach so? Kling. Ich höre nichts. Ja, ja. Abladen. Du bist schon mal auf jeden Fall über den Trigger. Ja. Machen wir einfach mal Z. Oh, ja. Und dann hier vorne. Ja. 8000 für einen vollen LKW. Ja. Warum? Mein Gott. Für 8000 können wir uns wieder so einen Tieranhänger kaufen, wahrscheinlich. Moment. Nee, nicht ganz. Alte sind ja richtig teuer sogar. Shit. Huh. Okay. So. Gut, dann haben wir das. Dann steht der schon wieder. Ja, ÖLW müsste wieder gemacht werden. Ja, komm gleich zum Feld. Also wir haben zwei Felder, ne? Und wir kommen nicht hinterher. Ja. Ja, die ist es ja. Die stehen halt relativ schnell. Ja. Gibt's eigentlich mit Bunker? Gibt's den? Ne, die gibt's nicht mit Bunker, ne? Ah, nein, nee, da war. Okay, da habe ich falsche Erinnerungen. Ich hatte ja. Nein, ich hatte das Beastback, hatte ich jetzt im Kopf. Ja, das ist aber Häcksler gewesen. Schade. Das ist, ja, das ist ein Häcksler. So. Jo. Liegt hier im Ball? Nee, geht. Weil, ja, es ist ja gut, es ist halt vom Realismus gerade halt wieder relativ doof. Wenn du jetzt sagen kannst, alles klar, lass die Drescher, wenn sie voll sind, einfach dort vor Ort das Korn fallen lassen. Oh ja. Du holst später halt wieder rein. Aber entweder brauchst du dafür dann förderbandmäßig irgendwas. Das ist ja auch relativ doof, weil ich kenne jetzt nicht eine Maschine, die da halt so ran, also wie die, na hier, wie die Rüben, wie der Rübentiger da. Ja, ja. Das einfach so ranfährst und so, das gibt's halt, also geht halt nur bei Erdfrüchten, wenn mich nicht alles täuscht. Realismus gesehen, ja. Ah, das ist dann ja, das schmeißt ja nicht einfach so aufs Feld. Das nee, vor allem speziell bei Weizen und bei Getreide soll ja nicht nass werden. Ja, das kommt ja noch dazu. Gut, hier stehst du. Patriot, noch ein Patriot. Ja, das ist der große Fendt. Eine Lautstärke und so eine kleine Maschine hinten dran. Das muss so. Ja, ja, glaube ich dir. So, ist das schon wieder leer? Nice. Dann fahre ich gleich rüber zum Case. Der ist auch voll. Okay. Bäh. 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 Jetzt müssen wir schon mal kurz an neu fahren. So. Okay, doki. Ja, was glaubst du denn? Wo soll man denn anfangen mit den Tieren? Willst du Schweine oder was willst du machen? Ne, ist eh fast, gut, Schaf ist langweilig, gehen wir zu. Ja, wir haben auch kein Gras dafür. Das kommt noch dazu. Naja, was bringt wohl am meisten? Schweine, da haben wir aber auch nicht gerade viel, was die benötigen. Ansonsten Kühe eigentlich, also Rinder. Ja, aber wir haben halt keine Silage und nichts, ne? Naja, für Schweine haben wir halt auch nicht. Wir haben ja gleich noch weniger, was wir brauchen. Naja, gut. Was wäre denn jetzt, wenn man hat ja beispielsweise das Feld 25 mit Rüben. Ja. Das ist ja drauf. Was ist, wenn wir uns einfach zwei solche Rübengedönse mieten? Da sind wir trotzdem erst bei 6 Meter Arbeitsbreite. Das ist richtig. Die sind halt, es gibt welche, die sind gemottet, das weiß ich. Die sind dann irgendwie bei, ich weiß gerade gar nicht, so 12 Meter Maximum oder irgendwie so. Was auch noch nicht allzu viel ist. Ich glaube, ich häng fest. Du hängst fest? Im Wasser irgendwie, ja, oder? Mit einem Fendt?
Kann nicht sein. Mit den riesigen Fan, der, nee. der macht gerade doch, der macht gerade Probleme. Ich weiß also. Auch nicht warum. Warum macht er jetzt Probleme? Gar nichts mehr, ey, wegen denn da? So. Dann fahren wir mal zurück. Okay, das haben wir auch. Was kostet. Ja, das, die Arbeitsbreite ist halt das Problem schlechthin, ne? Mhm. HR9, der nimmt 4 Meter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber man muss halt sagen, wenn wir die eine Ernte rüber haben, dann haben wir ausgesorgt erstmal mit Rüben. Jedenfalls was die Erdfrüchte angeht. Ja, dann haben wir schon mal richtig gut vorgesorgt. Wir könnten uns auch das Erdfruchtlager platzieren. Das sieht richtig gut aus. Das sieht wirklich gut aus, das Erdfruchtlager. So, was ist denn das? Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Schauen wir mal. Nö, also. Darf ich mal reinjumpen? Du darfst gerne mal reinjumpen. Ach, jetzt sehe ich das. Wer klemmt einen Ball hier unten drunter? Oder? Ach, du hast einen Ball unten drunter. Aha. Wow. Das ist natürlich. Ja. Prinzipiell müsstest du nur ein bisschen warten, wenn sich der Ball vollgesaugt hat mit Wasser. Ja, ja. Also realistisch sind wir leider nicht. Der will aber auch nicht raus, ne? Ah. Ja. Das ist jetzt echt so eine Sache. Warte mal, wo ist denn die Wasserpfütze da vorne, ne? Weiß nicht, ob du mit dem kleinen Big Bug kommen möchtest. Ja, hab ich mir so schon gerade über. Schiebe ich den Ball zurück, oder? Ja, da klemmt halt richtig unten drin. Verdammt nochmal. Ja, merkst du bei so einer Maschine gar nicht, wenn du irgendwas vor. Nee, oder? Ich hab zwar gesehen, dass da welche lagen, aber die liegen ja auch noch hinten, aber das waren wohl dann doch 3. So. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Master, Hitman. Ja, wow. Du bist Richard, oder? Was denn? Die KI, statt er anhält und abtanken lässt, fährt er einfach weiter. Juckt doch die KI nicht. Oh. Moment, jetzt halt an. Danke. Ich hab grad Notstand. Moment. Was ist los bei dir? Ja, erklär ich dir sofort. Moment. Ich höre dich gerade schlecht. Jetzt. Gut, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade so piep. Hab mir gedacht, das kommt jetzt nicht vom Drescher. Nee, war mein Headset. Ah. Akku leer. Wenn dieses Geräusch ertönt, da hast du nicht mehr viel Zeit, bis das Ding ausgeht. Das wäre ganz schlecht. Okay. Bist du denn allgemein zufrieden mit deinem Wireless-Headset? Ja. Würden die Probleme nicht bestehen, dass wenn du mit der Schulter, also gut, das kommt jetzt nur drauf an, bei Menschen, wo, wie soll man sagen, wenn der Nacken dann schon mit den Oberkörper verschmelzt. Ich bin frei. Ja. Wow. Okay, gut. Dann hänge ich den Big Bad wieder an. Sorry. Dass man dann hinten an die Räderreihe dran kommt, also sprich ans Monitoring und an die Lautstärke. Das ist zwar immer noch ein bisschen doof, gerade wie gesagt mit Kapuzen-T-Shirts, mit Kapuzenpullovern und so. Ja. Aber hast du das nicht, hast du halt hinten frei. Ja, kann man machen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, reagierst du empfindlich auf Gewicht auf dem Kopf, dann ist das jetzt nichts für dich. Weil das wiegt schon ein bisschen was. Oh, okay. Also du merkst es auf jeden Fall. Mir macht das nichts aus. Ich bin ja auch einer von der Kategorie, das ist das Einzige, was mir an den Headset stört, oder an den Headset stört, das ist, wenn 10 Minuten keine Aktivität ist, ja, schaltet das sich automatisch aus. Sprich, da löst er die Verbindung, ne, und geht dann halt in Standby und spart damit halt Akku. Ja.
Das Problem ist, ich habe das Headset den ganzen Tag off. Ab Musik kommt oder ab was passiert oder nicht, ich habe das Ding halt off. Ja. Ne, frage mich nicht warum, aber das ist halt so eine Gewöhnungssache. Wenn ich will, ich habe das Ding, wenn ich bin am Rechner, habe ich das Ding halt off. Und wenn halt nichts passiert, schaltet er sich jedes Mal aus und jedes Mal wieder, ne, auf den Knopf drücken, 3 Sekunden lang, dass es wieder angeht. Mhm. Das ist dann halt immer so eine Sache. Weil, lass mal eh in den Teamspeak reinkommen. Ja. Also es ist rundum nichts, es kommt in den Teamspeak rein, das Ding ist aus, du hörst es ja nicht. Ey, klar. Weißt du, das ist dann halt so, weil der sagt sich jetzt auch nicht, alles klar, hat sich was getan, ich schalte es mal wieder an. Das ist so das, was mich an dem Ding stört. Aber ansonsten ist es in Ordnung. Aber also das Mikrofon nicht, das ist, also für 180 € ist das Mikrofon, boah, jetzt nicht so geil. Ja. Aber kann nur sein, dass ich mich einfach an die Großmembran noch zu sehr gewöhnt habe. Aber so im Allgemeinen kann man es machen. Also ist mein erstes WLAN-Headset gewesen. Boah, passt. Aber halt 180 € sind 180 €. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Du oder ich? Ich glaube, meine Freunde. Wir sind fertig. Däumchen da lassen auf jeden Fall. Beim Werner vorbeischauen ist alles voll link. Ja, uns mal was Nettes schreiben, wenn es was gibt. Ne? Und es gibt jeden Tag was Nettes zu schreiben. Natürlich. Ja. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Also bis morgen in dem Falle. Tschüss. Tschüss.